habe Besuch von unserem EM-Orakel. Freddy ist da. Guten Morgen. Guten Morgen. Bist du fit? Bist du drauf? Sehr gut. Wie sieht eigentlich bei dir so ein Tagesablauf aus? Also wenn du jetzt Feierabend hast hier bei uns, du fährst ja relativ weite Strecken mit der Bahn bis nach Hause und wieder zurück. Bist du da die ganze Zeit dabei, irgendwie Kicker zu lesen und dich über Fußball zu informieren? Also ist das wirklich so ein wichtiger Bestandteil deines Lebens? Ja, das mache ich immer, tatsächlich jeden Tag. Also ich gucke dann immer eher digital, dann immer in die ganzen Apps, was es so Neues gibt. Ja. Ich gucke auch immer so, was die Transfer-Insider machen, ob es da Neuigkeiten gibt. Also ich gucke die ganzen Seiten immer mehrere Stunden am Tag. Das muss man wahrscheinlich auch, wenn man dieses Fachwissen am Laufen halten möchte, sage ich mal. Du hast ja deinen EM-Dress gefunden, dein Markenzeichen, die blaue Jacke mit den drei Streifen. Ich muss da noch nachbessern. Also ich werde mir in irgendeiner Form ein Trikot oder so organisieren, glaube ich, für Freitag zumindest. Hast du das eigentlich mitbekommen, dass Christoph Kramer ein gefälschtes Trikot in der Schalte anhatte? Ja, das habe ich auch mitbekommen. Ich weiß nicht, ich habe da so in der Bild so ein bisschen geguckt, da habe ich auch diesen Artikel gesehen. Also ich finde es irgendwie fast auch sympathisch, ne? Dass ein Weltmeister dann einfach im Malle-Urlaub sich einfach auf dem Markt so ein gefälschtes Trikot organisiert. Hast du eigentlich dieses Fachwissen, auch wenn es um Trikots geht? Also, ja, ja, auch. Da weiß ich tatsächlich auch so die meisten Trikots. Ja, und wahrscheinlich nicht nur von dem aktuellen Turnier, sondern auch so aus den letzten Jahren. Genau. Super, da können wir vielleicht auch in den nächsten Tagen nochmal irgendwie so eine Art Trikot-Quiz oder so machen. Sehr gut, dann wollen wir natürlich auf das EM-Eröffnungsspiel hinarbeiten. Wir haben uns gestern mit Gruppe A auseinandergesetzt, der deutschen Gruppe. Heute geht es um Gruppe B. Wie siehst du die denn so? Also ich würde insgesamt sagen, dass die Gruppe B eine klassische Todesgruppe ist. Ähnlich wie bei der letzten EM, die Gruppe, die Deutschland da hatte. Da war Deutschland ja in der Gruppe mit Frankreich, Portugal, Ungarn. Und dieses Mal ist halt das, die Gruppe B halt die Todesgruppe. Da sind ja Frankreich, die Niederlande, Österreich. Ah, nee, das ist Gruppe D. Also Gruppe B sind ja Spanien, Italien, Kroatien und Albanien. Und ich würde sagen, Albanien, klar, man weiß nie, wie es wirklich ausgeht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Albanien vierter Platz wird und das Platz 1 bis 3. Also da sehe ich gar keinen Favoriten. Also das kann jeder von den dreien werden. Es ist ja auch generell für Amphis Turnier generell, wenn man so eine Gruppe hat, ist es auch eine gute Regelung. Denn es ist ja auch seit der EM 2016 so, dass vier der sechs Gruppen Dritten auch weiterkommen. Was, finde ich, bei so einer Gruppe einfach auch ein Muss ist, wenn du da so hochkarätige Teams hast. Ja, auf jeden Fall. Wir können ja noch mal so ein bisschen reingucken. Gucken. Wir haben ja hier unser Sticker-Album. Super übrigens, dass du da natürlich auch die ganzen Gruppen erstmal auswendig runterratterst. Gruppe B, D. Dann zu D kommen wir natürlich morgen. Gruppe B, also Spanien, Kroatien, Italien, Albanien. Im Vergleich zu den anderen Gruppen hast du gesagt, im Prinzip die Todesgruppe? Genau, mit Gruppe D. Also das sind so die beiden Gruppen, die so mit Abstand, so die von der Qualität her so, da gibt es einen relativ geringen Qualitätsunterschied. Das ist in den beiden Gruppen, finde ich, ganz extrem. Wenn man sich jetzt mal alle Gruppen anguckt im Vergleich, würdest du sagen, es sind spannende Paarungen? Also ist das eine spannende Gruppenphase für so eine EM? Auf jeden Fall. Ich finde, da sind echt gute Duelle dabei. Also sowohl in jeder Gruppe gibt es auch Duelle, die auf jeden Fall sehr gut zum Anschauen sind und auch sehr, sehr gute Partien insgesamt. Ja. Und wie würdest du sagen, im Vergleich zu den letzten Turnieren, also siehst du vom Potenzial eher eine packendere EM als vielleicht in den vergangenen Jahren? Ich glaube tatsächlich schon, weil bei der letzten EM war es so vorher, haben viele gesagt, Frankreich wird Europameister, sind ja damals im Achtelfinale gegen die Schweiz ausgeschieden, lagen da ja 1-0 zurück, haben das Spiel 3-1 gedreht, dann stand es 3-3, ging es ins Elfmeterschießen. Da ist Frankreich ja, finde ich, auch ein Stück weit an sich selbst gescheitert. Da haben viele zum Beispiel, da ist ja damals Italien Europameister geworden, die haben nicht viele auf dem Zettel gehabt. Dänemark hat damals sehr auch überrascht, England hat gut gespielt. Da war es schon abzusehen sozusagen, dass England jetzt gut spielt bei Frankreich. Die haben da ja enttäuscht beim Turnier, aber dieses Mal gibt es irgendwie mehr Favoriten und mehr qualitativ gute Teams, finde ich, als beim letzten Turnier. Ich habe schon letzte Woche, glaube ich, gesagt, ich habe so bei der DFB-Elf immer den Eindruck, so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Also da gab es wirklich desaströse Auftritte und Spiele, die eher Mut gemacht haben. Du hast gesagt, du erhoffst dir eigentlich eine Menge von der deutschen Mannschaft. Was macht dir da Mut, dass die besser auftreten als in den vergangenen Turnieren? Also schon, man hat es halt in der vergangenen Länderspielpause im März gemerkt, da gab es halt schon so einen kleineren Umbruch, was die Nominierung angeht. Da ist Nagelsmann auch schon so ein bisschen Risiko gegangen und ich finde, das hat sich im März total bezahlt gemacht. Die zwei Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande waren super. Jetzt die beiden Länderspiele waren nicht so überzeugend, aber so kann man immer die richtigen Schlüsse daraus ziehen und sich dann aufs Turnier vorbereiten. Insgesamt finde ich halt einfach, dass dieser neue Kader halt einfach gut ist und
dass auch die Startformation, finde ich, eine sehr gute Struktur hat, vor allem halt in der Offensive, wenn du Wertz und Musiala hast, die so ziemlich die zwei besten Talente sind, die es gibt, das ist schon wirklich überragend. Auch die Abwehr, finde ich, ist diesmal gut eingespielt. Das zentrale Mittelfeld vor allem auch, du hast mit Kroos diesen klassischen Spielmacher und dann mit Andrich diese klassische Holding Six, diesen Abräumer. Es ist einfach auch, finde ich, so Positionen, die sich auch sehr, sehr gut ergänzen. Und wie ist, würdest du sagen, generell die Stimmung beim DFB? Also das ist als Außenstehender vielleicht dann nicht hundertprozentig richtig zu beurteilen, aber was ist so dein Eindruck von der Teamchemie, von der Stimmung? Also ich finde schon, dass es eine ganz gute Stimmung ist. Also man merkt auch so, wenn man sich das anguckt, dass die Spieler richtig Lust aufs Turnier haben, dass vieles harmoniert. Es gab ja auch eine Doku über die WM in Katar, da war es halt überhaupt nicht der Fall, da war halt eine komplett andere Stimmung. Also man merkt schon, dass schon eine Aufbruchsstimmung herrscht und dass die Stimmung im gesamten Team schon ganz gut ist und dass die alle richtig Lust haben auf das Heimturnier. Wie ist es bei dir persönlich mit dem Fußballfieber? Also du bist immer im Fußballfieber, logisch, aber jetzt mal abgesehen von den Umständen der letzten WM, da gab es ja zu Recht starke Kritik an den Menschenrechten und den ganzen Abhängigkeiten, die dort vorherrschen. Das wollen wir jetzt irgendwie gar nicht großartig thematisieren. Aber abgesehen davon, dieses Turnier fand im Winter statt, also im Prinzip Glühwein und Gebäck statt Bratwurst und Bier im Sommer. Glaubst du, das macht einen Unterschied in der Stimmung, dass es jetzt wieder so ein Sommermärchen werden könnte? Ja, auf jeden Fall, wenn man das bedenkt bei der letzten WM. Ich weiß es noch, das war total kalt. Und ich habe mit ganz vielen Leuten, die sich auch für Fußball interessieren, darüber geredet. Jeder meinte, dass er überhaupt keine Lust auf das Turnier hat. Klar, zum einen wegen der Menschenrechte, aber auch diese Jahreszeit hat niemanden interessiert. Und es war, glaube ich, auch so, dass es noch weniger interessiert hat, weil Deutschland sehr, sehr enttäuschend ja in der Vorrunde ausgeschieden ist. Lass uns mal eine Stickertüte öffnen. Wo ist die eigentlich? Ach, hier, verdeckt vom Album. Du kannst ja mal schauen, wen wir da heute wieder so rausziehen. Und dann können wir ja über die einzelnen Spieler noch mal ein bisschen abnörden. Ja. Und ein paar Fakten erzählen. So, ist das schon wieder der beliebte Glitzersticker? Ja, es ist ein Glitzersticker und diesmal Kevin De Bruyne. Oha, okay. Den hatten wir auch noch nicht. Dann Fabian Ruiz von Paris Saint-Germain, auch ein Spieler im zentralen Mittelfeld. Und sogar ein deutscher Spieler, der bei der EM auch nicht dabei ist, Robin Gosens. Ah ja, stimmt. Ist im endgültigen Kader dann nicht berücksichtigt. Genau. Ne? Ja. Dann haben wir noch einen Tschechen, David Dudera. Das ist wieder so ein Doppelsticker. Genau, das sind zwei von Israel, einmal Doa Perez und Neta Lavi. Und dann haben wir noch einen slowenischen Spieler, Adam Gnesta Cerin. Ich habe ja den Eindruck, also das war jetzt das Starter-Pack, was ich gekauft habe, das Album und 24 Sticker insgesamt. Ist es nicht mysteriös, dass in allen Tüten bisher immer ein Glitzersticker drin war? Das stimmt, ist irgendwie komisch. Ich glaube, das ist irgendwie Zufall oder Schicksal ist es in dem Sinne, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Oder ich weiß nicht, ich müsste den Test machen. Wenn ich jetzt bestimmt noch mal 10 Tüten kaufe, ist nur noch einer drin. Bei allen 10 Tüten wahrscheinlich. Okay, dann können wir ja noch mal so ein bisschen vielleicht schon mal den Blick schweifen lassen auf die kommenden Tage. Dann sprechen wir nämlich morgen logischerweise über Gruppe C. Dann kommt Gruppe D dran am Donnerstag und Freitag. Da ist dann das Eröffnungsspiel. Da sprechen wir dann über Gruppe E und F insgesamt. Ja, Finaltippen haben wir gesagt, machen wir am Freitag. Du hattest aber schon mal so eine Tendenz ausgegeben. Also du gehst davon aus, dass die deutsche Mannschaft das Eröffnungsspiel relativ deutlich gewinnen wird, ne? Das glaube ich schon. Zumal Schottland, die haben schon gute Spieler, vor allem aus der Premier League. Zwei bekannte Gesichter mit McTominay und Robertson. Aber insgesamt, es sind einfach auch die Umstände von diesem Spiel. Es ist ein Heimturnier, es ist das Eröffnungsspiel sozusagen im Stadion, also in der Allianz Arena. Das Stadion wird brennen. Also ich glaube schon, dass die DFB-Elf sich das nicht nehmen wird. Ja. Wie beurteilst du eigentlich generell die Standorte, die Stadien in Deutschland, die jetzt ausgewählt wurden? Also wir aus Hamburger Sicht freuen uns natürlich auf die Spiele im Volksparkstadion. Aber insgesamt sind das natürlich auch attraktive Stadien, die da gewählt wurden, ne? Das stimmt. Ich finde es einfach generell gut, welche sie genommen haben. Ich glaube auch, dass es da generell einfach so nach den Kapazitäten ging und auch danach ging, welche Städte größer sind, wo Spiele sind. Wir freuen uns drauf. Freddy, vielen Dank für den Moment. Du kannst dich ja wieder auf der Bahnfahrt nachher ordentlich belesen und Fußballwissen noch weiter verfeinern, damit wir dann morgen noch mehr ins Detail gehen. Nein, es ist wirklich beeindruckend und das gibt es ab jetzt regelmäßig jeden Morgen zwischen 7 und 8 hier bei uns, unser EM-Orakel Freddy. Liebe Zuschauer, bei uns geht es weiter mit den wichtigsten Meldungen des Tages. Was beschäftigt und bewegt unsere Stadt aktuell? Hier sind die Kurznachrichten.